Wie wichtig ist die militärische Ausbildungsmission der EU für die Ukraine? Nun, die ist äußerst wichtig. Es geht darum, ukrainische Soldaten an westliche Waffensysteme zu trainieren, damit sie diese auch effektiv bedienen können. Das ist natürlich auch in der Zwischenzeit schon erfolgt. Aber das ist ein großflächiger Ansatz, hier 15.000 Soldaten auszubilden auf EU-Territorium. Ist auch ein wichtiges politisches Symbol und Signal der Europäischen Union. Wie wird Russland auf die Ausbildungsmission reagieren? Und Russland hat das schon, als das Ansinnen bekannt wurde, scharf verurteilt. Man sieht das eben als Beweis dafür, dass der Westen und hier im Konkreten die Europäische Union Kriegspartei ist. Freilich nicht rechtlich, denn die Waffenlieferungen selber oder die Ausbildung macht die EU, macht den Westen nicht zur Kriegspartei. Aber politisch jedenfalls wird der Westen damit noch stärker Kriegspartei, als er schon ist. Wird sich der Krieg in den nächsten Monaten noch verschärfen? Ich denke, dass die Ukraine versuchen wird, weitere Offensiven zu starten. Und das könnte insbesondere gelingen am Westufer des Dnieper in der Region Cherson, wo die ukrainischen Truppen schon sehr viel Territorium erobert haben. In Donetsk und Luhansk, in diesen beiden Provinzen, erwarte ich mir eigentlich keine großen Fortschritte für die ukrainische Seite im Sinne einer Rückeroberung des Territoriums. Aber dieser Krieg wird uns, so schaut es aus, noch lange begleiten. Es gibt keine Exit-Strategie im Augenblick. Welche Kräfte innerhalb Russlands setzen Putin unter Druck? Nun, das sind vor allem Falken aus dem Sicherheitsapparat und aus dem Militär, die sogenannte Kriegspartei, aber auch rechte Nationalisten, die in den sozialen Medien heftig attackieren, wie dieser Krieg geführt wird, nämlich angeblich zu weich, zu sanft und nicht radikal und hart genug. Und unter diesem Druck hat Putin eben auch vor einer Woche diese Serienangriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine gestartet. Er muss das sozusagen gegenüber seinen heimischen Kritikern tun, um zu zeigen, dass er entschlossen ist, dass er hart gegen die Infrastruktur vorgeht und dass er den Krieg verschärft. Sind für Putin die Proteste der Zivilbevölkerung eine Gefahr? Nun, Putin hat nicht umsonst lange gezögert, die Teilmobilmachung anzuordnen, die militärisch schon längst geboten gewesen war, weil er eben erwartet hat, und das ist auch eingetreten, dass die Stimmung in der Bevölkerung sich verändern könnte, dass die Ablehnung dieses Krieges stärker wird. Und Putin muss jetzt mit dieser größeren Unzufriedenheit umgehen, die sich allerdings kaum in wirklichen Straßenprotesten manifestiert. Dazu sind die Hürden und die strafrechtlichen Barrieren für solche Proteste einfach zu hoch. Wie lange wird Russland den Angriffskrieg finanzieren können? Nun, die Finanzierung ist nicht so ein großes Problem. Tatsächlich ist es aber ein Problem, dass verschiedene Waffensysteme Russlands, vor allem die modernen, auf westliche Bauteile angewiesen sind, die jetzt eben einem Exportverbot unterliegen und nicht mehr nach Russland geliefert werden dürfen. Das führt sicherlich dazu, dass die Produktion in bestimmten Bereichen deutlich zurückgeht. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, wir sind in einer Situation, wo der russischen Seite in einem oder in zwei Monaten die Waffen und die Munition ausgehen wird. Das ist sicherlich nicht der Fall.